Bei mir ist jetzt der, ich nehme Haltung an, Präsident der Skills Austria. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns. Wir durften hier schon ein bisschen herumschauen und uns interessieren natürlich die niederösterreichischen Bewerber. Aber Sie frage ich auch gerne, welchen Stellenwert hat diese Skills-Meisterschaft eben für Österreich als kleines Land? Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Signal, dass wir sehen, welche Qualität in der Ausbildung in Österreich zu Hause ist. Und bei Weltmeisterschaften kann man das natürlich auch gut darstellen. Und wir sind natürlich mächtig stolz darauf, dass wir in Gesamtösterreich wirklich eine sehr, sehr gute berufliche Ausbildung haben. Und das Wichtige ist, die Spitze treibt die Breite. Und wir brauchen natürlich diese Heroes, die ganz vorne stehen und auch Gott sei Dank Medaillen gewinnen, damit wir unsere Jugend in Österreich begeistern können für eine berufliche Ausbildung. Jetzt sind wir eben ein relativ kleines Land, aber mit unserem Schulsystem, mit der Berufsschule und so weiter, was die Ausbildung von Fachkräften geht, weltweit, glaube ich, recht angesehen. Können Sie uns da einordnen? Also wie schneiden wir denn ab? So, wie viele Medaillen und im Vergleich? Ja, zuerst darf ich mal sagen, der wichtigste Bodenschatz unserer Republik ist die Jugend. Wir haben eine sehr, sehr gute Jugend, leider haben wir zu wenig. Und wenn auf Ihre Frage, wo kann man uns einordnen? Wir sind weltauffällig. Österreich ist ganz vorne mit dabei. Wir sind sehr oft die beste europäische Nation. Dann danke ich Ihnen herzlich und wir nehmen ein Wort mit, das sehr schön ist. Österreich ist weltauffällig. Das gefällt mir. Ja, das kann man sagen. Und das macht wirklich stolz. Wir wissen, es kommen internationale Delegationen nach Österreich, weil wir weltauffällig sind im Bereich der Ausbildung. Kommt die Frage, was macht ihr so besonders? Und das ist natürlich die Dualität. Praxis und Schule in Kombination macht uns natürlich sehr, sehr stark. Ja, hallo. Das Fernsehen ist da. Ja. Grüß euch. Seid ihr eine Fangruppe oder seid ihr Teilnehmer? Nein, wir waren mal Teilnehmer vor einigen Jahren. Und seid ihr dem Bewerb jetzt treu geblieben und schaut euch einfach an, was die Schweizer so treiben, oder wie? Genau, ja. Wir sind einfach hier zum Schauen und unterstützen. In welchem Bereich treten eure Leute an? Also wo drückt ihr die Daumen? Also allen Schweizer, die hier sind. Genau, ja. Und ihr wollt, ich meine, ihr schaut super aus, aber ihr wollt auch gerne auffallen und zeigen, wir sind die Schweiz ist da, oder wie kann ich das interpretieren? Ja, wir haben uns gedacht, für so einen Anlass, ja, nehmen wir unsere Tracht mit. Ja. Aber ihr seid jetzt sogar bei der Fußball-WM dabei, aber ihr seid lieber bei den World Skills, oder wie? Definitiv, ja. Ja, dann drückt weiter die Daumen und ja, wir finden euch ja wieder mit eurer Fahnen. Ja, danke.